Morgen, Leute. Wir haben 7.30 Uhr und es hat gerade geklingelt. Und ich glaube, wir kriegen ein Paket. Wir haben ein Riesenpaket bekommen, Julian. Boah, ich bin schon wieder mit Schminke eingeschlafen. Guten Morgen. Möchtest du das Paket öffnen? Voll kalt. Wir werden jetzt erstmal wach, Leute. So, ich bin jetzt auch mal wach. Ich konnte einfach eben nicht aufstehen. Es war einfach viel zu früh. Aber bevor wir den Tag heute starten, würde ich sagen, geht's erstmal an die Verlosung. Denn ihr wisst ja, in jedem meiner Videos wird es im Dezember eine Verlosung geben. Und heute ist der nächste Tag. Das heißt, nächstes Video, nächste Verlosung. Und ich habe mir schon was rausgesucht, Leute. In diesem Video gibt es für meine Abonnenten ein MacBook Air zu gewinnen. Wie geil ist das denn? Falls du mich noch nicht abonniert hast, darfst du das natürlich auch gerne machen. Ich blende euch das hier nochmal ein und sonst mit dem Link in der Infobox. Und ich sehe so unfassbar scheiße gerade aus. Ich muss jetzt in die Dusche. Aber ihr könnt teilnehmen, indem ihr einfach einen Kommentar schreibt. Mit jedem Kommentar, das ihr schreibt, nehmt ihr quasi einmal teil. Aber das kennt ihr ja mittlerweile, glaube ich, auch schon. So, jetzt gehen wir mal rüber zum Julian und gucken, ob der auch mittlerweile mal wach ist. Oh nein. Wo hast du den denn jetzt her? Oh nein, jetzt ist dieser scheiß Affe schon wieder hier, der alles nachplappert. Ich bin nicht scheiße. Arsch. Arsch. Also Leute, Julian, was sagst du dazu, dass ich ein MacBook verlose? Das ist mir zu anstrengend. Daumen hoch. Daumen hoch. Ich wacke mit meinem Kopf, weil ich dich nicht mag. Ich habe eine Sache voll vergessen. Jetzt wird erstmal hier Licht angemacht, meine Fresse. Wir haben Tag. Wir haben doch ein Paket geschickt bekommen. Julia, machen wir das an. Ich muss mir eine Hose anziehen. Okay. Oh, jetzt muss ich wieder meine Unterhose wechseln. So eine Scheiße. Boah, wisst ihr, was ich hasse, wenn ich morgens aufstehe, durch die Wohnung laufe und überall die Rollläden runter sind und das Licht aus ist? Das ist immer so deprimierend irgendwie. Was ist drin? Käse! Eine Tasche! Juhu! Boah, die ist ja voll schön. Das ist für mich ein T-Shirt. Probier die mal jetzt an, ja? Nicht, dass der Breitwinkel dann doch noch deinen Po erwischt, du. Ich finde, die Hose ist hat voll was. Die muss gekürzt werden. Und guck hier, bis hier ist so eine Unterhose und dann ist die so ganz transparentmäßig, wenn man jetzt so ein bauchfreies Oberteil dazu anzieht. Wir werden uns jetzt was zum Frühstück machen und ich habe ganz viel Schnittlauch schon geschnitten. Richtig unnötige Info, egal. Fein! Oh, ich kann Melone und sowas schneiden. Ja. Willst du Tomaten ins Rührei reintun? Ja. Das hält. Nee. Das hält auf der Lampe oben drauf. Geil. Haben wir so zwei silberne kleine Schalen für Joghurt? Ja. Macht mal alle den Mund auf. Onkel Julian wirft euch eine Traube rein. Ah, es ist angebrannt, es ist angebrannt. So, Essen ist fertig. Schmeckt's, Juli? Ei mit Kräutern und Tomaten. Dann ganz viele Früchte mit ein bisschen Müsli und Joghurt. Und ich habe das Gleiche. Wir gehen jetzt los und zwar wird sich unser heutiger Tag ein bisschen darum drehen, dass wir unsere Wohnung mal ein bisschen weihnachtlicher, ein bisschen gemütlicher mit Deko machen wollen. Wir fahren jetzt in ein Möbelhaus. Wir machen jetzt auf jeden Fall gleich eine richtig nice Weihnachtsroomtour, oder? Ja, wir müssen aber erstmal. Ich will in den Baumarkt, um in den Kamin. Ja, wir müssen noch unbedingt Bioethanol. Wir wollen unseren Kamin heute Abend anmachen, dann alle Kerzen an, dann mit dem Teppich, die ganze Weihnachtsdeko. Oh, ich bin so traurig, es kommt immer. Also, wir haben eine Liege bestellt vor 10 Monaten oder so und die ist immer noch nicht da. Wusstet ihr, dass ich hier. Ach, seht ihr jetzt gar nicht. So eine riesen Süßigkeiten-Thron hier. Oh, ich möchte auch was. Ich könnte dir einen Pfirsich-Drop anbieten. Ich könnte dir einen Grapefruit-Kaugummi anbieten. Seht ihr die Farbe? Ich stehe gerade, also. Okay, seht ihr die Farbe? Ach, nein. Welche Farbe ist es? Boah, schon die hart. Das liegt an der Härte. Ich muss erst kurz weich lutschen. Ich dachte, das ist rot. Genau. Echt? Mhm. Wirklich? Nee. Ich finde deine neue Handtasche übrigens echt schön, muss ich jetzt Dankeschön. Mal sagen. Dankeschön, ich finde die auch mega. Aua! Sieht aus wie so eine Barbie-Handtasche. Die ist so
Die ist so rosa, metallic so ein bisschen, ne? Voll schön. Von da hinten. Okay. Was hupt der denn so blöd? Keine Ahnung. Kennt ihr Menschen, die einfach hupen? Guck mal, Bibi. Wie geil das aussieht. Oder ist es mal zu viel davon? Das sieht cool aus. Guck mal, sieht das denn überhaupt cool aus mit dem zusammen? Das weiß ich nicht. Ah, geht so, ne? Direkt nicht. Die Deko-Vase geschlossen. Nein, nicht geklaut, ich kaufe die. Ja, aber der hat extra gesagt, die soll ich nicht nehmen. Du nimmst die einfach. Da standen Sachen drin. Ja, die kannst du. Jetzt schieb du mal den Wagen. Oh, ist das peinlich. Kaufen jetzt. Hm? Teppich. Teppich. Wir kaufen jetzt. Teppich. Teppich. Ich finde, der ist ein bisschen klein. Übrigens habe ich gerade ein Instagram-Foto mit dem Outfit gepostet, was ich anhabe. Schaut mal vorbei. Schenkt ihm mal ein Like. Vorbeikommen und mir eins von diesen Licks schenken. Könnt ihr das erkennen? Glitzer, 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 Glitzer. Oh nee. Nein, nein, Juli, das ist voll hässlich. Ein, nee, zwei. So Leute, wir sind raus aus den Möbelhäusern. Haben wir eigentlich in einem zweiten Möbelhaus auch? Also wir sind dann noch in ein zweites Möbelhaus gegangen und da haben wir eigentlich noch viel, viel mehr gefunden. Ne? Zeigen wir euch am besten alles in Ruhe mal zu Hause. Aber wir haben einen... Kissen. Teppich. Teppich. Oh. Boah, wie das aussieht. Boah, ist das dein Ernst? Sag mal, wie viel der starke Julian gerade mit links trägt. Boah, ist das schwer. Also, jetzt brauchen wir nur noch eine Kasse. Ich komme so. Danke, dass du auch behalten hast. Findet ihr auch, der Julian ist sehr talentiert? Der Julian hat auf jeden Fall 15 Kilogramm Ethanol am Start. Nein, nicht dein Ernst. Ach, Julian. Was soll ich denn machen? Ich bin überlegen, ob ich noch eine Verlängerungsdose... Julian, soll ich eine Verlängerungssteckdose für 1,99 mal mitnehmen? Nein, okay. Das ist sehr praktisch, diesen riesen Teppich alleine zu tragen. Oh, vielleicht hätte der kleine Teppich doch gereicht. Ich habe irgendwie noch unser Zimmer mitgebracht. Das Beste, was wir gekauft haben, ist auf jeden Fall dieses Wäscheteil hier. Zieh mal raus, was da alles drin ist. Ey, der Junge hat so gequetscht, ne? Ein Kissen. Ein Monsterkissen. Ein zweites Monsterkissen. Noch ein Kissen, ein bisschen kleiner. Und noch ein Kissen. Yay! Yeah. So, ich glaube, das stelle ich jetzt direkt mal ins Bad. Boah, ist ja viel geiler. Ja, das sieht echt viel schöner aus. So ordentlich auch direkt, ne? Oh mein Gott! Boah, geil. Jetzt so richtig fett Chili-Milli-Kissen. Ja, kann man natürlich auch noch cooler hinlegen, ne? Ah. Ey, dieses Bett, das sieht gerade so riesig aus. Teppich, Teppich! Boah, der ist bestimmt zu groß. Was machen wir denn jetzt? Da ist ein Dach drauf. Nein, der ist nicht so groß, oder? Boah, der ist so chillig. Boah, geile Scheiße. Warte, ich leg die hier drauf. Ja, dann zieh mal die lieber. Als jetzt. Ob das jetzt schon geht. Was? Wir haben, als wir hier angekommen sind, unten in der Garage, bevor wir hochgelaufen sind, ganz kurz die Pizza bestellt und haben jetzt ohne Scheiß nur die Sachen hochgetragen. Das waren keine 15 Minuten. Ja. Dankeschön. Schönen Abend noch. Wünsche Ihnen auch was. Dankeschön. Essen, Essen, Essen. Ja, guck mal, ich habe jetzt in der Zeit hier den Teppich gerade aufgebaut. Hast du alles hingelegt? Boah, das sieht echt. Hey, schreibt mal in die Kommentare. Hey, ich finde gerade, weil alles so rund ist, dieser eckige Teppich, da sieht einfach irgendwie... Guck mal, das passt voll zu der Form hier und zu dem Fernseher. Das muss eckig sein. Ich glaube, rund würde jetzt einfach so... Guck mal, alles hier in dem Raum. Überall die Couch, alles da, alles ist rund. Sieht wirklich so schön und gemütlich aus. Das ist heiß. Hier ist ein Motorrad drin. Och Mann! Hä, bin ich jetzt doof? War lecker. Da unten, da ist die zwei.
Ein Motorrad. Wieso haben wir immer das gleiche? 3, 2, 1. Und. Hä? Was? Was? Das war genau gleich. Ja. 1, 2, 3. Hier. Kriegst du mit. Mach das jetzt so prinzessin-mäßig. Ja, ist doch super. Nee, lass mal einen weißen morgen holen. Nein, ich will den. Nee, also wirklich, der sieht unfassbar hässlich aus. Alter, nicht dein Scheiß Ernst. Oh, der versaut das ganze Zimmer hier. Ey, ich hab eine Idee, sollen wir den anzünden? Nein, jetzt aber auch wirklich. Findest du den echt so hässlich? Ich finde den sehr hässlich, ja. Ich gebe eine 5 plus. Toll. Ich habe echt so ein Talent, die Kamera einfach am geilsten überhaupt zu platzieren. Wie geil habe ich die da jetzt hinge... Ich guck noch nicht mehr. Okay. Guck mal, was ich gefunden habe. Wie süß. Eine Unbekannte. Vor gar nicht allzu langer Zeit. Bei der Bierserver. Sieht echt nice aus. Ah! Oh, und jetzt dauert das ein bisschen, dann wird der ganz groß. Die Flamme geht gleich bis hier ungefähr. Oh, das ist so schön. Voll schade, dass wir das so oft nicht, so lange nicht genutzt haben. Okay, ich würde sagen, wir schmücken jetzt mal zu Ende, räumen hier ein bisschen auf und dann zeigen wir euch so eine fertige kleine Weihnachtsblumentour. Uns hier wundervoll eingerichtet haben und jetzt noch ein bisschen den Abend genießen. Denkt auf jeden Fall an die Verlosung. Ihr könnt heute in diesem Video ein MacBook gewinnen. Den hier? Ja, wo kommt der denn jetzt her? Weiß nicht. Richtig schlecht. Nein, Leute, genau diesen MacBook hier könnt ihr gewinnen. Die Verlosung ist für meine Abonnenten. Falls du da draußen mich noch nicht abonniert hast, darfst du das natürlich gerne mit einem Klick machen. Hier oben blende ich euch das einmal ein und sonst über den Link in der Infobox einen Kommentar einfach schreiben, beziehungsweise mit jedem Kommentar, das ihr schreibt, nehmt ihr einmal teil. Also erhöht ihr natürlich eure Gewinnchance mit mehreren Kommentaren. So. Sollen wir von unserer alten Wohnung jetzt das einblenden? Unsere Roomtour, unsere letzte Weihnachtsroomtour. Stimmt, letztes Jahr haben wir auch so eine Weihnachtsroomtour gemacht mit Deko und so. Ja, das ist nochmal eine alte Wohnung. Genau, das verlinke ich euch hier. Dann mein letztes Video, also unseren 1. Dezember, unseren ersten Vlog verlinke ich euch hier. Und da wollte ich noch ganz kurz was loswerden. Und zwar habe ich auf Twitter ein paar Mal gelesen, dass ich angeblich vergessen hätte, die ersten Gewinner bekannt zu geben. Das ist nicht so, denn es kommt zwar jeden Tag ein neues Video mit einer neuen Verlosung, aber natürlich habt ihr länger als einen Tag Zeit, um an diesen Verlosungen teilzunehmen. Die Verlosungen gehen alle eine Woche und dann muss ich mal schauen, wie ich das schaffe und hinbekomme, ob ich die erstmal alle sammle und dann gebündelt euch gebe oder ob ich jedes Mal sofort den Gewinner in die Infobox schreibe. Ich hab mal ein Quiz. Was denn? Die müssen raten, was das für ein Lied ist, was ihr jetzt trommelt, okay? Warte. Boah, ich habe keine Ahnung. Okay, Leute, also wenn ihr ansatzweise erraten könnt, was der da trommelt, dann schreibt's auch in die Kommentare. So, Leute, das war unser 2. Dezember, unser 2. Vlog. Tschüss. Ihr habt noch einige Tage mit uns auszustehen. Bye!
Wir genießen jetzt den Abend. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wir haben schon 23 Uhr. Ich muss das Video jetzt noch schneiden, damit ihr das morgen direkt seht. Und morgen kommt es ja schon um 11 Uhr online. Also, ja. So, jetzt sage ich mal tschö, ne? Guckt hier vorbei und bis morgen. Tschüss.